So, liebe Leute, willkommen zum neuen Teil des Let's Plays von Transport FIFA 2. Ja, wir haben als letzten Teil hier einen zweiten Zug draufgesetzt, den hier verlängert und hier diese Linie gemacht, damit man da Lebensmittel nach Züsso bekommt. Ich habe mir überlegt, was wir vielleicht als nächstes machen könnten. Und zwar habe ich mir mal die Situation angeschaut, wenn wir dann hier die Linie nach Züsso machen, wo wir denn auch hier den Bahnhof hinsetzen werden. Denn wir haben hier diesen Berg da und hier kommen wir sowieso nicht durch. Also ich hätte ja vermutlich irgendwo hier so platziert, dann wäre hier mit einem Tunnel durch und dann hier so durch die Straße durch. Also hier zuerst gerade, dann eine Kurve und dann irgendwie so, ne? Ich glaube, das werden wir machen. Und wenn dann hier der Bahnhof ist, könnte man dann quasi nach da oben weiterfahren oder nach da. Da könnte man theoretisch dann so einen Bahnhof reinsetzen und parallel drüber fahren. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich hätte ihn halt schon halt gern hier hinbaut. Mit ein bisschen Abstand, damit die Stadt hier wachsen kann. Jetzt schauen wir doch mal, was wir da hinpflanzen könnten. Na komm, zeig mir die Gebäude. Wir haben jetzt das Jahr 1950, wir sind noch nicht modern. Ich gehe mal mit so einem englischen. Vier Gleise, 240 Meter. Ich glaube, ja, etwas so. So, wie schauen wir da jetzt aus? War nicht mal so doof. Ich glaube, das lassen wir auch erstmal. Dann Gleise. Was machen wir denn da? 160 km/h. Parallel, ja, und erstmal komplett straight. Wir werden aber dann hier zweigleisig fahren und das Hauptgleis wird das sein, was wir jetzt hier gerade ziehen. Mal so weit, bis der Tunnel anfängt, das wäre dann hier. Ja. Okay, dann hätte ich hier gern einmal nicht parallel, aber ich hätte hier gern wieder so ein kleines Depot. Mal schauen, ob ich jetzt wieder zwei Zungen habe oder ob es gerade geht, aber ich glaube, es ist zu weit. Ja, ist es. Jedes Mal das Gleiche. Probieren wir es mal so. Ja, das passt erstmal. So. So. Du gehst mir bis hier. Wobei, wo fängt der Tunnel an? Ich kann es auch erstmal so machen. Und dann hätte ich hier gern Kreuzung. Was macht er jetzt da? Okay, das passt mit dem Masten. Und dann noch einmal so. Ja, jetzt stimmt zwar die Masten nicht mehr, aber es sind wenigstens nicht welche da im Weg. So. Gleiches Spiel machen wir hier drüben noch. Auf der gleichen Höhe. Das, ja. Okay. Okidoki. So. Ihr fährt hier noch weiter, ihr auch, und du kommst dann hier einmal hier so raus, ist okay aus, ja, und dann fahren wir hier einmal so raus. Das sieht jetzt doof aus hier, gell? Weil du mir den Masten da jetzt reinklatscht. Hm.
Vielleicht geht der aber auch weg, wenn... Nee, das wird hier nicht besser. Das hält jedes Mal da rein, ne? Blöde Oberleitungen. Das wäre natürlich wieder der... Okay, jetzt hat er das weggemacht. Der Vorteil von Third Rail, da hast du das Problem nicht. Okidoki, dann hätten wir das mal so. Dann können die da so rausfahren. So, Ausfahrsignale. Das ist ein Hauptsignal. Hauptsignal. ÖBB-Variante. Ja. Ich mach dich jetzt mal da hier so rein. Wartezeichen. Weiß nicht, ob es richtig wäre, wenn es hier steht, aber ich mach dich mal hier hin. So, VMAX 40, VMAX 60. Ja, das hätte ich gern hier bei der Einfahrt. Und ja, weiter machen wir es erstmal nicht. So, das Ganze dann einmal nochmal hier schön machen. Okay, ich bin immer noch in der Pause, sehe ich. Das muss nicht sein. Okay, passt. Und dann ab in den Tunnel. Okay. Machen jetzt nach wie vor eine gerade Section hier. Sag, du bist hier dead straight, dann gehst du mir hier unter den Boden rein, ne? Es ist vielleicht gar nicht mal so doof, dann könnte man da hier unter die Straße durch. Dann so rauf. Jetzt machen wir aber erstmal hier noch das Segment gerade. Oh, das ist teuer. So, und dann machen wir hier eine Kurve. Und wenn wir das jetzt dann hier so schlau aus dem Geraden machen. Kommen wir dann mit dir auf den Nenner hier. Ich glaube, ich würde das vielleicht sogar noch so machen. Okay. So, und jetzt darfst du rauskommen. Würde er das theoretisch verbinden? Er kommt hier erst aus dem Tunnel raus. Würde ich das echt machen? So eine Art gerade und dann nochmal. Ach ja, was soll's. Machen wir's mal. Ich habe jetzt aber... Nein, habe ich jetzt das aufs falsche Gleis gemacht. Ach, so ein Shit. Ja, habe ich. Gut, wir ziehen dich mal nicht bis hierhin, weil wir kein Geld haben. Und dann muss ich es ab da nochmal neu machen. Komm, gib's mir Money. Ich will es bis dahin ziehen. So. Okay, weil ich Superheld das hier nicht gezogen habe, deswegen war ich irritiert. Okay, weg. Alles weg. Muss ich nur das Richtige. Ja, da. Okay. Einmal so. Ach, das kostet voll Geld. 1 Million. Ja, das hat jetzt ein bisschen was kostet. Ein bisschen was. Komm, Geld. 1 Million. Sitzen ein paar euch aus. Einer da. Aber ich glaube, ansonsten ganz gut.
Komm jetzt. Mach schneller mit dem Autosave. Nein, jetzt warst du doch gerade kurz da. Ja, klar, ich schaff's aber auch langsam, dass er hier die Leute wegkriegt. Das hat auf jeden Fall geholfen. Oh, 3 Millionen. Okay, gut. Bitte einmal so. Und Feral Tracks hat er jetzt natürlich nicht gemacht. Dann ja nochmal ziehen. So. Den ist das ja mal was. Ja toll, jetzt hat er hier die Parallel Tracks gemacht. Das ist natürlich nicht so geil. Also so ganz verstehe ich das nicht, warum man so manchmal macht. Und dann wieder nicht. Okay. Cool. Dann werden wir hier mal Autosiegen. Und zwar nehmen wir mal das hier. Dann hätte ich hier gerne Autosiegen. Autosieg hier. Replace. Ja. Ab hier 500 Meter. Mach mal. Okay. Da haben wir eins doppelt. Machen wir nochmal hier eins. Das heißt, dann ist so halbwegs parallel. Mal hier zwei. Nö. Okay. Gut, aber hier. Ich will mal entfernen. Und dich. Gut, perfekt. Hätten wir das. Dann werden wir die Linie da schon mal einrichten. Du fährst dann von da nach da. Wo fährst du da ein? Okay, das passt. So, du bist dann der R012. Und jetzt müssen wir uns hier erstmal um eine Straßenverbindung kümmern. Das machen wir jetzt hier mit einer normalen Straße erstmal. Hätte ich mir jetzt mal so gedenkt. Verbinde ich dich mit dem da? Ja, das mache ich. Dann hier mit so einer Kurve hier rein. Irgendwie gern sowas in die Richtung und dann euch da verbinden. Ja, dann geht's hier da oben so rein. So, die ziehen wir jetzt hier auch nochmal mit rein. Und dann braucht sie noch eine Haltestelle. Und zwar die da. Mal gleich mal zwei, elektrifiziert, natürlich. Aus dem Grünen drin. Nice. Dann einmal glätten. Muss sein hier. Soll ja hier schön aussehen. Habe ich das da oben gemacht? Habe ich da jetzt, würde ich. Doch, ich habe geglättet. Das wäre es ja noch. Wenn das da hier nicht glättet ist. Okay. Dann hätte ich hier noch gerne Stellberg. So, Stellberg. Siehst du gut aus? Ja, dich klatschen wir mal hin. Und zwar auf dieser Seite. Was ist die richtige Seite? Ja, oder? Na. Ja, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay, Stellberg. Du kommst hier so hin. Ist noch was aus. Jo, okay, dann brauchen wir da noch eine ganz kleine Straße. Wo waren denn die jetzt schon wieder drin? Und das ist die Dinger? Nee, das bitte mal aus. Das auch nicht. Das auch nicht. So, One-Waiting. Gibt es das auch ohne Raum und so? Kleiner grüner Weg. Nee. Das gefällt mir nicht. Oder vielleicht doch der Weg. Das
sollten auch keine Häuser bauen können. Ja, machen wir das doch mal. So, ziehen wir mal bis hier nach vorne. Dann hier so rein. Okidoki. Dann wär's das. Jetzt bräuchten wir da halt noch ein paar Haltestellen. Gebäude. Einmal so. Lass mal dich zum ersten Mal hier anhalten. Dann düst du mir nach da hinten. Bleibst nochmal da stehen. Bleibst da stehen. Und dann hätte ich mal gesagt. Hier so. Okay. Neue Linie. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Einmal so. Nice. Und dann bitte einmal Retour. Machst du das auch wieder auf die Art und Weise? Okay. Gut, dann wäre das das Linie 1. Nice. Dann machen wir es erstes Mal hier. Habe ich hier die Zuglinie? Ja, die habe ich gemacht. Nachdem ich glaube, ich werde mit dem Gleis dann weiterfahren, dann ist das hier zum Anhalten. Hätte ich sehr gerne, dass du hier stehen bleibst. Okay, ich wäre dafür, dass wir mal was anderes fahren lassen. Irgendetwas, was wenden kann. Wenn wir da so einen Kopfbahnhof haben. Hm. 40, 41, fährt aber nur 80 mit 16 Leuten. Du auch. Reich, oder? Nee. Nee, die mag ich nicht. Wir könnten auch mit zwei E-Loks fahren, aber das ist ein teurer Spaß. Weil, also die kosten mal 7 Millionen, 8 Millionen, 8, 6, 4. Und da braucht man ja noch Wagen. Oh, die AE 4, 6, 15 Millionen. Oder die 6, 8. Oh, die ist geil. Naja, 16 Millionen, da braucht es noch ein bisschen. Wirklich was Günstiges, was auch halbwegs vernünftig fährt. Naja. Ja, da müssen wir sparen. Also, glaube ich, jetzt erst doch erstmal einen Triebwagen. Aber welcher? Du kostest mich nur 2 Millionen. Der kostet. Roten Pfeil fahren lassen. 20, der wird nicht lang durchhalten. Die Dinger sind auch arschteuer und da passt das Gleis nicht. Oder sowas. Lass uns doch das mal ausprobieren. 65. Geht der zwar nur. Aber ja, warum nicht? Auf was für. Wie habe ich denn die Zeit eingestellt? Halb. Ich glaube, das mache ich später nochmal langsamer. So. Schauen wir mal. Wie der Kollege aussieht. Oder lassen wir die gerade mal stehen. Aber das Motorgeräusch ist schon mal geil. Okay. 1 oder 2 steht sogar drauf. Das sieht gar nicht so doof aus. Und du kannst ja dann von hier hinten auch wieder fahren. Gehe ich mal davon aus. Fährst du rückwärts? Steht das da drin? Ja, tut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir eine Mitfahrt mit dem. Bisschen schneller. Oh wow, cool. Geil. Wenn er die Strecke ja dann
Schon mal begutachten. Okay, Höchstgeschwindigkeit haben wir. Bisschen hoch das Signal für hier drin, ne? Nein! Warum muss er jetzt ein Autosave machen? Ah, Mann! Ah, so gut wie es ist, so nervig kann es auch echt sein manchmal mit dem Autosave. Auch sollte kein Leistungsproblem haben, weil es sollte eine sanfte Steigung sein. Naja, gut, sieht schon ganz schön an. Okay, und hier ist es dann eben mal kurz gerade. Und dann geht's so in die Kurve wieder hin. Oder mal Grafikglitch. Na, da ist auch eine Schiene, die muss ich noch wegmachen. Okay. Merkt, jetzt muss ich wieder Gas geben. Das ist gerade ziemlich spannend im Tunnel, ne? Also von der Kurve her fällt's mir. Wow, ein Keimer langsam machen worden. Also, oh scheiße, jetzt geht's los. Okay, und die Einfahrt in unseren Bahnhof. Und jetzt eigentlich straight durchfahren, ne? Egal, wer fährt dann noch links, ne? Yo! Tu da! Okay. Oh, ich mag das Geräusch. So, jetzt würde ich mal sehen, wie das aussieht, wenn du dann rückwärts fährst. Na, ist er hier drin. Ich glaube, da fehlt eine Kupplung. Ja, schönes Geräusch. Okay, also bis hinten ist eigentlich mit der Pedale so aus. Ah, was war das? BR23, Bötli, ÖBB90. Ah, und Oberleitungsbusse und neue Trams. Okay. Kannst wieder zugehen. So, hier brauchen wir Fahrzeuge. Hier machen wir es wieder eine Tram. Sollen wir gerade den Zischer nehmen in der Doppelausführung? 4 Stück. Können 30 Leute rein. Machen wir das mal. Look. Ach so, ja, nee, wir haben ja noch die Tramgleise. Du vergessen. Ich glaube, so eine Tram fährt besser mit Tramgleisen. Aber ich sehe schon ein kleines Verkehrsproblem, was zukommt. Und zwar hier da. Da in der Ecke. Okay, haben wir jetzt alles drin, was ein Tramgleis war? Ja, ich denke schon. Gut. Jo. Okay, dann schauen wir uns mal den Zischer da mal an. Nussdorf will der. Okay. Bitte Achtung. Selbst schließende Tür, oder? Glaube ich. Linie 36. Schade, dass sich da oben die Tafeln nicht anpassen, je nachdem, was sie für eine Liniennummer gekriegt haben. Okay, jetzt ist dann die Frage, wie sinnvoll es ist noch, dass man hier die Überlandtram da bedienen. Ist zwar mega schön, aber ach, lassen wir sie mal drin. Ich meine, die was jetzt schnell von A nach B wollen, die nehmen jetzt den Zug. Und ansonsten, wenn es langsamer, billiger sein soll, die fahren halt mit der Tram. Warum fahrt sie da alle so langsam? Details. Die Tram kann ja hier schneller fahren. 1,50. Die fährt 60. Fahren alle so langsam.
Wir könnten es natürlich noch upgraden. Ja, wisst was, das machen wir jetzt mal. Dickere Straße. Da. Mit einer Busspur. Dann sollten die jetzt nämlich jetzt Fullspeed fahren können. Ja, tun sie auch. Okay. Da ist jetzt natürlich ein Nadelöhr. Okay. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil jetzt können die schneller fahren. Konkurrenz für Zug. Und da haben wir auch noch gar keinen, der da rein will. Naja, hier mal Busse eingesetzt. Wie schaut es eigentlich mit der Buslinie da aus? Hat sie voll ausgelastet? Nee, also aber auch nicht ohne. Ich glaube, da gebe ich euch noch ein paar. Zwei. Okay. 16 warten da. Wie schaut's bei den anderen Sachen aus? Da bräuchte ich noch ein paar Traps. Und zwar da. Wahnsinn. Generell Auslastung. 167, 214. Okay. Hier braucht es auf alle Fälle noch mehr. Aber hier ist dann verkehrstechnisch schon ein bisschen was los. Also mittelfristig werden wir hier vermutlich ein paar Sachen upgraden müssen. Also um da die Straßensituation überdenken. Auch das da ist die Frage, ob wir das jetzt vielleicht so machen. Wieder auf der Hauptstraße rein. Andererseits, die werden vermutlich eh hier viel fahren, weil es jetzt hier zur Brücke geht. So. Immer noch kein Stau, das passt. Soll man das da mit der Busspur auch gerade machen hier? Zumindest für den ersten Abschnitt macht es vielleicht Sinn. Den Bereich komplett sperren? Nee. Aber zumindest bei der Brücke. So, weil dann haben die da ihre Ruhe. Zumindest auf dem Abschnitt. Da können sie dann wieder vierspurig weiterfahren. Aber. Ui, ui. Stau. Haben wir jetzt hier zu viele Trams? Weil. Da sind ja schon voll dabei. 133, 137 ist jetzt eigentlich gut gesättigt. Dann werden wir hier mal ein paar Trams wegnehmen, wenn es so ist. So. Ach, was muss man? Gut, jetzt haben wir hier wieder Money gekriegt, dann können wir hier wieder mehr hinschicken. Du. 22. Okay, cool. Hier haben wir schon einen interessanten Tool. Interessant, wie da die Türen aufgehen. Okay. Sag mal. Muss mal wieder einen Kaffee trinken hier. Moment. Ich weiß jetzt nicht so, dass es spät ist, aber ich habe meinen allerersten Kaffee noch nicht fertig getrunken. So, da oben hat man ja auch noch was. Wie schaut es denn hier aus mit die Steine? Oh jo, da bräuchte es auch noch ein bisschen was. Aber kein Geld. Müssen wir also ein bisschen vorlaufen lassen. Ja, okay. Ich denke, da haben wir jetzt schon ein bisschen was hinbracht. Also die zweite Zuglinie steht. Muss ich jetzt nur noch rentieren und dann will ich mal hier noch ein bisschen schönbar machen. Hier das schöner machen.
Habe ich jetzt noch was übersehen? Hier fehlt ein Stellwerk. Da hätte ich auch gerne ein Stellwerk. Alhorn. Obladen, das ist aber ziemlich klein. Gehen wir mal durch Stellwerke aus Hamburg. Ein bisschen groß. Das sieht interessant aus. Warum eigentlich nicht? Gibt es jetzt hier Probleme? Nee, ne? Aber hier vor allem fehlen jetzt die Oberleitungsmasten. Also mit den Oberleitungsmasten muss ich mir auch noch was überlegen. Hier versinkt es doch ein bisschen im Boden. Das ist jetzt nicht so geil. Gut, dann eine Straßenverbindung. Irgendwas ganz Schmales wieder. Wo war das? Hier dran. Achso, ja, ich bin ja noch im Upgrade-Modus. Ich hätte es ja gern noch schmaler, wenn es geht. Irgendwie so. Dann geht es. Aber mit der Hauptkreuzung kann ich es nicht verbinden. Ach, das ist aber doof. Das hätte ihr irgendwie so. Das ist so sinnbefreit, dieser eine Strich da. Aber ja. Okay, dann haben wir hier so einen kleinen Weg dahin. Dann machen wir das hier mal ein bisschen schöner. Ein paar Bäumchen. Nicht ganz so stark. Hier ein bisschen so eingegrünt ist. So, und das Überstehende. Jetzt ziehen wir so ein bisschen weg. Da fehlen mir noch ein paar Sachen. Was können wir denn da noch so alles hinklatschen? Eine Parkbank. Kollision. Ja, komm on. So. Doch da mal so ein Bänkchen hin. Ist mir aber nicht. So, ist die Karte. Das immer ausruhen hier. Okay, und vielleicht wollen sie ja mal ein bisschen bei den Zügen mitgucken. Machen wir da noch zwei hin. So. So. Das ist eigentlich eine Gleisbeleuchtung. Eine Laterne. Okay. Noch eine. Okay, was können wir sonst noch so Schönes machen? Ein Picknicktisch. Wenn es für die Jausten da mal rauskommen. Irgendwie so. Ein paar. Gehst du dann als wirklich so da oder einfach? Ne, okay. Aber der Typ steht dann da. Okay, das ist. Wenn ihr den Ton jetzt gerade gehört habt, tut es mir leid. Das habe ich jetzt vermutlich jetzt nicht ausgemacht. So.
hätte vielleicht gern noch einen Zaun. Vielleicht so ein. Ja. Ach, das ist für das Ohr. Nein, nee, dann hätte ich gern. Hier ist sowas. Gerade. Warum macht er jetzt eigentlich immer das? Hat man da mal so einen Zaun hin? Ich frage mich, ob wir das so bis da vorne hinziehen sollen. Was belasse ich da, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, hier drüber gehen. Da sind dann die Mitarbeiter selber und da haben wir noch ein bisschen Waldgedöns. Ich glaube, ich hätte hier gerne noch mal ein bisschen Grünzeugs. Bämmchen hinzu. Okay, haben wir jetzt da irgendwas überbaut? Nee. Hier haben natürlich nicht so eine geile Sicht in die Richtung. Vor allem wegen dem Baum da. Ich glaube, du kommst hier weg. Dann mal angenommen, wir würden hier so stehen. Ist das, was du sehen musst. Und vor allem, wenn er da beim Signal steht. Und halt hier den ganzen Bahnhofsbereich. Okay, ich würde sagen, da müssen wir nochmal dran. Aber für die Episode soll es mal gewesen sein. Schauen wir doch nochmal ganz kurz, ob der andere hier. Oh ja, wir haben schon Leute da drauf. Nice. Da warten schon 15. Wo ist denn der Zug gerade? Ja, wo ist er denn? Hä? Das schaut mir gerade nicht an, wo der Zug ist. Hä? Ach so, der fährt gerade ein. So wie der andere da. Nice. Mit 3 Personen. Ja, hat euch gefallen? Lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schreibt es uns nochmal in die Kommentare rein. Also, bis denn dann hier auf dem Kanal.